Eigentlich kommt jetzt schon leider das letzte Lied nochmal von uns. Okay, Gott, das war es tatsächlich. Es kommt jetzt ein Lied, das sind wir relativ hoch bei uns im Viertel, weil da ist es so, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber das, was der Innviertler ganz, ganz schwach getroffen kann, vertragt, das, was er psychisch einfach irrsinnig anpackt, das ist, wenn er der Mann von seiner Frau geschimpft wird. Nein, es ist wirklich, das ist schlimm, es ist sehr schlimm. Und ich kenne ganz wenige Innviertler, die was da ohne psychologische Betreuung. Das heißt, du musst zum Psychiater, also zum Dorfpsychiater, das ist Sponsor der Wirt. Und da gehst du praktisch hin und da schilderst du dein Problem, dass du praktisch wieder geschimpft worden bist. Der verschreibt auch gleich die ganzen Medikamente, also 10 Bier und ein paar Schnaps. Und die musst du dann direkt bei ihm dort vor Ort, musst du die gleich einnehmen. Und wenn es ganz weit fällt, da gibt es also eine eigene Therapie, da gibt es sogar Stammzelltherapie, nennt man die. Da gibt es sogar einen eigenen Tisch dafür, das ist der Stammtisch. Und da muss man sich praktisch rundum sitzen um den Stammtisch und dann spricht einfach jeder sein Problem an. Und bis dass da jeder durch ist und jeder sein Problem angesprochen und durchgesprochen hat, das kann oft bis im Frühjahr arbeiten. Das zieht sich oft so. Und dann in der Früh praktisch, wenn man dann mit der Therapie fertig ist, und wenn man heimgeht, steht man natürlich zum Teil sehr stark unter Medikamenteneinfluss. Das ist da so. Und dann gehst du heim und daheim macht die Frau die Tür auf und es geht wieder von vorne los. Das ist ein ganz ewiger Kreislauf und das ist irgendwie ganz tragisch. Und da haben wir immer so Therapielieder. Und was so die wichtigsten Therapielieder, was wir haben, ist einfach auch das Lied, was wir nicht singen, das ist der Innviertlerlander. Und den singen wir euch jetzt zum Schluss. Und wenn der praktisch aus ist, dann ist es aus. Also, dann ist noch ein Einführungsgang. Und dann werden wir oben gehen und sitzen sie wieder wieder. Also wir singen euch praktisch den Innviertlerlander, unser Therapielied. Und es ist, ich denke jetzt, das Schlusslied ist mit der eher ein paar besinnliche Worte zum Schluss, ehrlich gesagt so. Es hat halt ein Philosoph und Märchenerzähler, ich war nicht mehr, ich weiß nicht, ein Grasser oder irgendwie so, der hat einmal gesagt, Geld allein ist nicht alles, es muss schon keiner.